Hallo zusammen, ich bin die Kimi, 28 und spiele Basketball in der zweiten Bundesliga bei den Rheinland Lions. Ich habe heute die große Ehre, den Instagram-Account der Fairplay Crowdfunding-Seite übernehmen zu dürfen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ein Alltag einer Basketball-Bundesligaspielerin aussieht, bleibt dran! Als erstes steht heute Athletiktraining auf dem Programm. Denn neben den basketballerischen Skills ist es auch sehr wichtig, dass unser Körper fit ist und wir Verletzungen vorbeugen können. Tasche ist gepackt, auf geht's! We're here, time for practice. Our physio walks in too. Hello, Tristan, good morning. Let's meet our trainer. He's still working with other people. Here's our trainer, Thomas, good morning. Good morning. This is the gym that we work out in. We always start our training with some corrective exercises as a little warm up before we're going to start our power exercises. Hi. Ich werde Teil des Crowdfundings für die Rheinland Lions und bekomme eine Stunde Personal Training bei Thomas in dem Meisterwerk. So, die erste Trainingseinheit haben wir hinter uns gebracht. Jetzt ist es erstmal Stärken für die nächste Einheit. Denn nach dem Training ist vor dem Training und heute Abend geht es weiter in die Halle zum Basketballtraining. In der Mittagspause werde ich euch noch ein paar Kleinigkeiten erzählen von unserem bisherigen Saisonverlauf. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg zur Physio und nehme euch damit hin. Auf dem Weg in die Praxis kann ich euch von unserem bisherigen Saisonverlauf ein bisschen erzählen. Wir haben nämlich ganz normal angefangen mit unserer Vorbereitung Anfang September und sind dann sogar auch noch ins Trainingslager gefahren und konnten unsere ersten Saisonspiele absolvieren. Dann gab es ja den Teil-Lockdown und es wurden einige Regelungen für unsere Liga neu beschlossen. Zum anderen nämlich, dass vor jedem Spieltag alle Mannschaften einmal getestet werden und nur Spiele stattfinden können, wo beide Mannschaften komplett negativ getestet wurden. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Es sind dann immer mal wieder ein, zwei Spieler ausgefallen. Die Mannschaften, in der es positive Fälle gab, mussten in Quarantäne. Aber alles in allem hat das trotzdem ganz gut funktioniert und unsere Saison konnte fortlaufen. Dann hat die Liga Anfang Dezember leider beschlossen, dass es eine kleine Saisonunterbrechung geben muss. Und so haben wir jetzt ungefähr 4 Wochen lang kein richtiges Spiel absolvieren können. Wir haben letztes Wochenende zwar gespielt, aber das war ein Pokalspiel gegen einen Erstligisten. Also nicht reguläre Saison. Und unsere normale Saison wird jetzt erst nächstes Wochenende weitergeführt. Wir sind natürlich sehr froh und dankbar, dass es überhaupt weitergeht. Zwar noch unter Ausschluss von Zuschauern, aber immerhin können wir unseren geliebten Sport weitermachen. Und damit wir alle fit und gesund in die nächsten Spiele gehen können, nutzen wir unsere Physiotherapie. Dort gehen wir jetzt hin. Auf geht's! Hallo! Hi, Kimi. Hi, Thorsten. Hi. Sind wir hier? Ja, gehen wir rechts rum. Ja, hier ist unser großer Raum. Da bekommen wir die Behandlungen. Ja, das soll ich schon mal. Ist heute der Rücken dran? Heute ist Rücken dran, glaube ich. Oh, je. Okay. Oh ja. Im Anschluss haben wir immer die Möglichkeit, noch ein, zwei individuelle Übungen hier durchzuführen. Genau. So, kommen wir nun zu unserem letzten Programmpunkt, das Training. Thank you, guys. Guten Abend, Coach. Guten Abend. So, Training geschafft. War ganz schön anstrengend. Ich gehe jetzt nach Hause duschen und was essen und melde mich dann nochmal zum Abschluss des Tages. So, das war mein Tag als Spielerin bei den Rheinland Lions. Ich hoffe, ihr konntet einige Einblicke und Eindrücke aus unserem Trainings- und Spielerinnenalltag gewinnen. Danke, dass ihr mich den ganzen Tag begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall sehr. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zum Thema Basketball oder unserer Saison habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben unter Rheinland Lions. Ansonsten wünsche ich euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr. Tschüss!